Wir versuchen's. Ich speichere einmal davor und einmal danach jetzt quasi. Well, nicht Spieler. Nein, nein. Nee, ich kann, glaube ich, gar keinen Speicherstand auswählen, ne? Dann lassen wir es erstmal so. Spielen wir Theater. Sag Letho, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Letho nicht einfach zu gestehen? Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau, gehen wir. Sei vorsichtig, Letho ist unglaublich schnell. Wenn ich die Tränke, bis das Ganze durch ist, sowieso weg. Hallo Letho. Hi. Kleiner Flashklopp. Geralt von Riva. Was suchst du hier? Ich komme, um zu verhandeln. Iorveth, der Waldfuchs, hat sich tatsächlich greifen lassen. Ich hab dich unterschätzt. Sag mir, wer du bist. Du erinnerst dich wirklich nicht? Diese Frage steht mir bis sonst wo. Es ist also wahr. Und gerade deinen Strich durch unsere Rechnung hatte ich gefürchtet. Ich bin Letho von Guleta, der Königsmörder. Genug gescherzt, mach mich los! Chiaran Eb Esnillen sagt, du willst Iorveth liquidieren. Und wenn? Weshalb solltest du mir helfen? Blöde Deune! Sag mir, für wen du wirklich arbeitest, und der Elf ist dein. Wir arbeiten für uns. Wer wir? Die Königsmörder. Demawend, Foltest. Wer noch? Wer seid ihr, verdammt nochmal? Wir sind uns schon begegnet, Geralt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Das vergesse ich nie. Hast mir das Leben gerettet, weißer Wolf. Wir haben Schulter an Schulter gekämpft. Und jetzt kreuzen wir die Klingen. So weit wäre es nicht gekommen, wenn ich Iorveth schon getötet hätte. Seret und Egan werden in ihrem Blut ersaufen. Glaube ich kaum. Ja, wir haben wohl doch nicht gelogen, ne? Die Scoia'tael im Pontar-Tal merken, dass du nicht mehr am Leben bist, haben meine Leute ihre Aufgabe erfüllt. Seret und Egan. Wer sind sie? Königsmörder, denen die Scoia'tael im Pontar-Tal in Oberaedirn geholfen haben. Wenn du es so siehst, zieh! Genug mit der Farce! W3, Ende! Was treibst du da für ein Spiel? Eins, das du verloren hast. Ach, komm schon. Gib mir mein Schwert. Krepp hier! Es ist eine schwere Entscheidung. Ich mag sie beide. Ich mag Grosch, ich mag auch Iorveth. Versuch es. Ich bin kein König. Es ist eine verdammt schwere Entscheidung gewesen. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Autsch. Gott, ich will nicht. Offenbar weißt du noch, wie man kämpft. Oh, komm schon, bitte lass mich das diesmal schaffen. Warum verfangst du mich so verbissen? Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich glaube nicht, wenn er sein Schild hatte, ne? Wenn sein Schild da war, ging es, glaube ich, nicht. Jetzt. Oh, mach einfach nichts, bitte. Bitte lass dich einfach töten, ja? Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst. Vor langer Zeit. Ah, ja, jetzt bist du Verbrecher? Na, Glückwunsch. Du hättest aufgeben sollen. Wie einfach nichts macht. Du kämpfst du. Warst du besser. Die Muskeln gehorchen. Ich bin nur halb verliebt. Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten. Puls ist übrigens gerade bei 300. Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Iorveths Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Einer von uns, einer von uns, einer von uns. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Ich hab den jetzt nicht ernsthaft mit einem teleportieren. Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Aedirn. Die Schwierigkeitsgrade sind aber echt mega unausgelastet. Weißt du, auf dem davor war es so mega schwierig, überhaupt irgendwas hinzukriegen. Auf dem ist es halt voll einfach. Ich weiß gerade mal ändern. Wir haben ein paar erwischt, der Rest ist entkommen. Und Letho? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Däumel nicht halt vertrauen sollen. Gemacht, ne? Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mette Terde, Gwynblade. Viel Glück. Hi. Vielleicht habe ich auch einfach nur gut gelevelt. Also ich weiß, dass ich mindestens 4 Level besser bin als letztes Jahr. Also beim letzten Versuch. Das sind mindestens 4 Level. Oh scheiße, ich bin überlastet. Hoch. Also ein bisschen gebessert habe ich mich. Ich möchte es gerne einmal loswerden. Und die Schwerter, weil ich die... So. Trotzdem Adrenalinpur gehabt. Gewundes Silberstilett. Na, brauchen wir nicht. Er müllt unser Inventar noch zu. So, also auf nach Flotsam und Triss helfen. Und speichern. Oh je. Ja gut, das war ein kleines Massaker. Also wir kriegen den ersten Akt auf jeden Fall durch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe eben auch meinen Schaden mit erhöht, ne? Lauf, kleiner Geralt, lauf. Biegen wir einmal links ab. So. jetzt hier schön angekommen sind. Speichern. Halt! Was denn? Es gibt Unruhen. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Ernsthaft? Ein Hexer in der Stadt stört doch niemanden. Naja, dann geh rein, Weißer. Gemästet haben wir euch mit unserer Plackerei. Auf zur Schenke. Ach, zu grüne Neuner. Geil. Wie sieht's hier aus? Ab. Nicht irgendwie töten? Guck mal, Leute, da ist noch so ein Widerbutz. Was willst du hier? Lasst den Zwerg, er hat euch nichts getan. Stimmt. Das ist unser Nachbar. Leute, wir sollten nach Hause gehen. Dank, Hexer. Der Tod hatte mir schon die Hand gereicht. Versteck dich. Die Leute sind verrückt geworden. Ihr ermordet Unschuldige. Unschuldige? Okay, wir kommen da auf jeden Fall nicht rein. Nur nach oben. Ah, hi. Hallo, Jakov. Nacht, Jakov. Dann. Okay. Mit dem muss ich auf jeden Fall jetzt nicht reden. Ich muss in den anderen Raum, oder? Muss ich nach unten? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich hier wieder rauskomme. So. Na, wahrscheinlich von der anderen Seite. Vorne kam ich jetzt nämlich nicht rein. Ja gut, von hier auch nicht. Die sind ja lustig. Wie versperrt man Geralt am besten den Weg? Okay, wir kommen definitiv nicht rein. Komme ich doch von vorne rein. Ja doch. Wo geht das Leben nicht? Geralt! Und ja, jetzt, ihr guten Leute! Na, wie geht's weiter, Schankwirt? Meinen Sohn haben sie erschlagen. Meinen Sohn! Verfluchte Elfen, ihr Blut soll fließen. Diese Elfen haben mit dem Tod deines Sohnes nichts zu tun. Ihr Blut wird nicht vergossen. Wenn ich es mir recht überlege, ihr habt hier nichts zu suchen, Leute. Geht nach Hause. Danke, Gwynblade. Wir wären tot ohne dich. Komm hier weg, so schnell wie möglich. Passt auf euch auf. Wer hat diese Hölle entfesselt? Ich tippe auf Loredo. Befehlshaber brauchen doch dauernd Sündenböcke für ihre eigenen Fehler. Und das Volk will Unterhaltung, ob fröhlich oder blutig. Diese Stadt wird nicht mehr dieselbe sein. Hier ist die Zeit der Verachtung schon gekommen. Wir müssen Triss finden. Weißt du, wo sie ist? Sie wollte zu Sheila. Die hat eine Kammer im Wirtshaus gemietet. Ich habe ihr von dem Megaskop erzählt, an dem Soltan gearbeitet hat. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zum Glück habe ich den Schlüssel zu Sheilas Gemach. Ich muss zugeben, die Frau des Schankwirts ist außerordentlich flink für jemanden ihrer Körpergröße. Ich wollte gerade fragen, wie ist er bitte an den Schlüssel gekommen? Das zu. Dann hier durch. Hilfe! Wie im Schlachthaus. Die Zeit der Zweifel schwindet schnell. Dem helfen wir natürlich. Tod, den! Wo kommen wir denn dahin? Was ist das denn für ein Sonderling? Ah. Das ist dieser Hexer! Lasst sie in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Mensch, das sind doch unsere Nachbarn. Lasst uns nach Hause gehen. Vielen Dank, Herr. Ich habe die Klinge schon zu... Ja, okay. Wieso? Das mussten wir noch machen. Wir können ja nicht am Zwerge da mitsehen lassen. Mir schwant Übles. Ich hoffe nur, Triss ist nichts. Das sieht nicht gut aus. Sehen wir nach. Vielleicht sagen uns die Spuren was. Sheilas Leibwache. Genickbruch. Wunden hat er keine. Das ist nicht sein Blut. Triss ist rein, hat dem Leibwächter den Hals umgedreht und sich anschließend verletzt. Nee, das ist Quatsch. No. Da ist viel zu viel Blut. Was für ein Durcheinander. Alles im Chaos. Jemand hat hier nicht viel Federlesen gemacht. Verstehe ich nicht. Hier muss noch jemand gewesen. Rettersporn, sieh mal. Was ist denn das? Das ist ein Guckloch. Da drüben ist das Bordell. Vielleicht hat die Puffmutter gesehen, was hier passiert ist. Komm. Okay, also einmal zur Puffmutter. Wir haben geschlossen. Kommt später wieder. Sie haben mir ein Mädchen getötet. Das ist Dere. Geralt, das war Ihre Kammer. Was ist geschehen? Sie haben sie umgebracht. Gestern mochten Sie sie noch, tranken Wein mit ihr, sagten ihr, wie hübsch sie sei. Heute sind sie zur 5 gekommen, im Blutrausch, mit hässlichen Flüchen auf den Lippen. Hatte sie gerade einen Kunden? Nein, sie war bei mir. Was glotzt ihr so? Ich wollte sie beruhigen, trösten. Das geht uns nichts an. Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, was in der Kammer nebenan geschehen ist. Ich habe das Guckloch gefunden, aber ihr wart beschäftigt. Das waren wir, bis wir das Gespräch hinter der Wand bemerkten. Sonst hat Sheila immer einen Zauber geworfen, dass man nichts hören oder sehen konnte. Aber diesmal nicht. Wir haben gespäht. Ich sah die rothaarige Zauberin und Cedric, unser versoffenes Ex-Eichhörnchen. Die rothaarige trat vor den magischen Spiegel und sagte, wollen sehen, mit wem die Eiskönigin zuletzt gesprochen hat. Sie meinte Sheila. Das war sogar mir klar. Die Rothaarige fuchtelte und rief ein Zauberwort. Darauf erschien ein Mann in der Kammer. Er sah so schlimm aus, dass Dere aufschrie. Als ich sie weggeschubst hatte, war noch jemand im Zimmer. Eine Frau. Triss nannte sie Philippa. Grüß dich, Philippa. Hm? Triss, hübsch siehst du aus. Was treibst du da mit Sheilas Megaskop? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden wäre. Da könntest du sie auch gleich um ihre Zahnbürste bitten. Sie weiß nichts davon. Denkst du, dieses Mädchen... Saskia, die Drachentöterin. Sie soll den Drachen besiegt haben. Kann sie Henselt widerstehen? Schwierig. Aber das Mädchen hat schon andere Wunder vollbracht. Dann ist der Krieg unvermeidlich? Henselt kann man nicht umstimmen. Worüber hast du mit Sheila gesprochen? Ist das nicht klar? 2 Herrscher des Nordens sind tot. Wir haben über die Entwicklung der Ereignisse geredet. In Temerien herrscht Chaos. Ich habe meinen Einfluss verloren. Der Frieden, den ich mühsam in all der Zeit aufgebaut habe, ist dahin. Was wollt ihr tun? Was hat die Loge beschlossen? Schließlich wurde sie geschaffen, um die Interessen der Magie zu wahren. Wir passen uns der neuen Ordnung an und nutzen die Situation. 5 Jahre Arbeit umsonst. Der zentrische Frieden hängt am seidenen Faden. In Temerien steht ein Bürgerkrieg bevor. Was gibt's da zu nutzen? Die Urheber müssen gefunden und bestraft werden. Nun komm mal wieder runter, Rotznase. Mangoldschale und Politik. Das eine soll man so kalt genießen wie das andere. Kalkulieren. Nicht von Emotionen hinreißen lassen. Foltest machen wir nicht wieder lebendig. Hör auf, dich als Rächerin aufzuspielen. Wir müssen klug und überlegt handeln. Die Lage nutzen. Verstehst du? Dann hilf mir wenigstens, den Hexer zu entlasten. Hör endlich auf, mit der Muschi zu denken und reiß dich zusammen. Der Hexer kommt schon zurecht. Was will Sheila in Flotsam? Das ist delikat. Henselt hasst Zauberinnen, aber wir brauchen jemanden an seinem Hof. Ich weiß. Sein einziger Sohn fand vor 3 Jahren bei einem Jagdunfall sein Schicksal. Einen weiteren Erben konnte der König nicht zeugen, so sehr er sich auch abgerackert hat. Sheila behauptet, sie könne die schlappe Rute des Monarchen wieder erstrammen lassen. Mit sehr seltenen Ingredienzen. Die sie sich aus dem Kairan holen will. Genau. Und dann wird wieder eine Zauberin zur Rechten des Königs sitzen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Was ist mit Triss geschehen? Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gespräch gehört, von dem ich dir erzählt habe. Dann sind die Mörder gekommen. Mich haben sie getreten und Dere erstochen. Aber auch nebenan gab es Kampflärm. Die Zauberin hat geschrien. Als die Mörder nach weiteren Opfern suchten, habe ich nach draußen geschaut. Ich glaube, ich habe Cedric gesehen auf dem Weg durch die kleine Gasse zum Wald. Er wankte. Danke, Gavena. Du hast was gut bei mir. Warte, Hexer. Gib Iorveth diesen Brief. Einen Brief? Das sind die Namen von Deres Mördern. Iorveth versteht schon. Spionierst du für Iorveth? Ich helfe ihm von Zeit zu Zeit. Gib ihm einfach den Brief. Mal sehen. Ich kann nichts versprechen. Ritter Sporn, warte hier auf mich. Ich suche Cedric. Das ist Cedrics Blut. Ich werde ihn finden. Hast du kurz Pause? Du. Was? Joa. Okay, wir müssen hier lang. Und den Blutspuren folgen. Haben Sie ja ganze Arbeit geleistet. Sie könnten mal langsam aufhören. Oh, glaubst du das? Nein. Loredo würde nicht zulassen, dass anständige Bürger leiden. Okay, bis hierhin geht die Blutspur. Noch ein Opfer des Pogroms. Okay. Ich muss weitersuchen. Ja, ich hatte mit Frisches gesprochen. Und er hatte nichts dagegen, dass ich noch ein bisschen länger mache. Wegen. Ja. Wollte jetzt den ersten Akt nochmal beenden. Zudem kam vorhin noch ein fetter Raid. Das heißt, ja. Da wollte ich dann sowieso noch ein bisschen ranhängen. Wir sehen, dass hier zu viele Blutspuren. Verpiss dich! Okay, das ist aber nicht die Blutspur, die... Das ist nicht Cedric. Nee. Nee, das ist wirklich nicht Cedric. Ihr kennt mich ja, wenn Raid kommt, dann bin ich da meistens und hänge noch ein bisschen was dran. Und jetzt sind wir halt so kurz vom letzten Akt, also vom diesem Akt hier. Mal. Irgendwo konnte ich doch hier auch untersuchen. Achso, das ist nur das hier. Okay, wir gehen hier eindeutig zu viele Spuren sonst wohin lang. Hier ist noch einer. Ah, okay. Wir haben sie. Das hier wird so sein. Ich benutze Katze ja eigentlich ungern. Aber ich glaube, es könnte hilfreich sein. Das ist in Ordnung. Können wir das schon ein bisschen denken, dass da sowas kam. Aber ich finde das so klasse. Ich will dann vielleicht mit der spannendsten Stelle aufzuhören. Ja. Ja, es wäre halt blöd gewesen. Cedric, wo Pass bist auf du? Dich auf. Ich dachte mir halt, okay, gut. Machen wir noch ein bisschen. Allein für die Raider. Wie gesagt, wir sind ja jetzt kurz vom letzten Akt. Also vom letzten Teil des Aktes hier. Euch die Nachricht ohne Leerzeichen angezeigt? Nö. Welche Nachricht meinst du denn? Mir ist zumindest nichts dergleichen aufgefallen. Ein Mensch. Ich muss zurück auf den Weg. Okay, das war ein Mensch. Okay. Mach das. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Er blutet stark. Ich muss mich beeilen. Da. Er wird langsamer und schwächer. Kann nicht weit sein. Die Scoia'tael. Dieser Bauer führt mich nicht mehr zu Cedric. Okay. Da. Cadmill. Gwynblade. Keine Schmerzen mehr. Wollte immer unter Bäumen sterben. Ah, okay. Nö, bei uns sind Leerzeichen. Also zumindest bei mir sind Leerzeichen. Was ist geschehen, Cedric? Triss bat mich um Hilfe. Ich habe den Däune an der Tür getötet. Wir sind rein. Hab noch einen Däune getötet. Ich weiß. Wo ist Triss? Was ist passiert? Ein Hexer ist gekommen. Hat sich auf uns gestürzt. Ich wollte Triss verteidigen. Oh Gott. Er war schnell. Zu schnell für mich. Er schlug Triss, ehe sie zaubern mit deiner Einstellung, die ich wusste, wie man Zauberern beikommt. Es lag an dem Zaubertrank, den wir da gerade getrunken haben. Und durfte vielen lieben Dank für deinen Reset im 9. Monat. Triss sagte, das sei Wahnsinn. Da ist das besagte Twitch-Baby. Er guckte sie nur an und befahl ihr, sich anzustrengen. Durfte, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Und er hinter ihr. Dann, ich weiß nichts mehr. Sie waren weg, als ich wieder erwachte. Ich wusste, dass ich sterbe. Der Wald rief nach mir. Warum, Cedric? Warum hast du dich da eingemischt? Und du? Viel Spaß im Lurk. Es gibt Dinge, die man tun muss. Ich habe Visionen. Wusstest du das? Darum habe ich gesoffen. Das half. Dieser Nebel. Darin sah ich nichts mehr. Ruhig, Cedric. Aber jetzt ist der Nebel weg. Ich sehe klar. Du brauchst dein Gedächtnis zurück, damit du verstehst, wer die gekrönten Däune tötet und warum. Wir nehmen bei nur mit Arbeitskollegen verdammt. Denn dir auf jeden Fall viel Spaß. An einem Ort, der verseucht ist mit schwarzer Magie. Und baller nicht zu viel. Wo die Geister Schlachten schlagen. Rette ihre Seelen und du erinnerst dich. Erinnere dich. Immer noch nicht besser. Oh, scheiße. Also wie gesagt, hier sind überall Leerzeichen bei mir. Was ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen, aber bei mir sind überall Leerzeichen. Ich spüre seine Gegenwart. Ja. Da kommen die ganzen Kirche. Sie verabschieden sich von dir. Ah, mein Wald. War fail, Gwynblade. Lebt wohl. Ich weiß nicht, finde ich Szene irgendwie traurig. Wagnis. Bei mir Klopfer sagen Lebewohl. Geralt, wo hast du gesteckt? Oh. Dieser Königsmörder, verdammt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen für den Raben. Er ist entkommen, hat sich nach Aedirn teleportiert. Teleportiert? Wie das? Er hatte Triss, hat sie gezwungen, ein Portal zu öffnen. Du Scheiße. Roche sucht dich. Wir laufen aus. Er hat etwas herausgekriegt. Die Scoia'tael haben ebenfalls irgendwas Großes vor. Ja, Roche Scoia'tael, Roche Scoia'tael. Was hat Roche vor? Er hat über Loredo gewettert, also geht es wohl um den. Muss wichtig sein. Was wollen die Scoia'tael? Oh. Die haben die Barke im Visier und dafür brauchen sie dich. Seit wann hältst du es mit den Scoia'tael? Darum geht's doch gar nicht. Sie wollen die Gefangenen nach Drakenborg verschleppen. Das ist ein besonderer Kerker für Anderlinge. Ein ekelhaftes Denkmal menschlichen Hasses. Ich rede mit ihnen. Vielleicht erweisen sich Roche oder die Scoia'tael ausnahmsweise mal als nützlich. Ihr trifft dich bei den Elfenruinen mit Iorveth. Okay. Ist das jetzt nur mit Iorveth oder gibt es auch noch... Am Scheideweg, okay. Also, wir könnten uns jetzt für Roche oder wir könnten uns für die Scoia'tael entscheiden. Was meint ihr? Scoia'tael oder Roche? Ich mag... Ich mag euch hier. Ich glaube, ich mag Roche lieber. Aber ich... Gott, ich kann mich doch nicht entscheiden. Merkt man auch gar nicht, ne? Dass ich überhaupt nicht entscheiden kann. Ich glaube, das macht es auch nicht besser, wenn ich die ganze Zeit hin und her klicke. Gut, ich meine, bei Iorveth könnten halt die Anderlinge retten. Ist aber nur bei mir, wenn ich schreibe, dass es mir angezeigt wird. Wenn du für Rating schreiben, ist alles in Ordnung. Okay. Okay, das ist echt seltsam. Hey, aber es, ich meine, du hast recht, es sieht echt cool aus bei dir. So komplett einfach ohne Leerzeichen. Ich... Das ist so... Ich... Komm. Achso, und wir können einmal Talentpunkt. Den würde ich gerne da oben hinsetzen. Also ich glaube, ich entscheide mich für Roche. Und dann meinte ich, es würde mich lieber für die Elfen entscheiden. Und ich weiß es. Ich bin so unschlüssig. Na komm, wir gehen zu Roche. Wenn wir jetzt dann irgendwann mal, wenn wir einen dritten Run machen, dann entscheiden wir uns für die Elfen. Wir kommen hier wieder weg. Da. So. Ob das die richtige Entscheidung war. Ich weiß es einfach nicht. Die fressen sich satt. Lernen war das Sendel. Haben die mich gerade gewöhnlich genannt oder haben sie es allgemein gehalten? Hallo Roche. Roche, die Sache hat sich verkompliziert. Alle Teufel, was hattest du bei den Scoia'tael zu schaffen? Du hast Iorveth das Schwert zugeworfen. Ja. Du bist mir gefolgt? Für wen hältst du mich, Geralt? Ich habe doch meine Leute. Ves in diesem Fall. Iorveth weiß viel über den Königsmörder und sie stehen nicht mehr auf derselben Seite. Wir könnten zu ihm gelangen. Die einzige Reise, die ich mit Iorveth unternehme, führt zum Schafott auf dem Markt von Vysima. Der Königsmörder hat Triss gezwungen, sie beide nach Wergen in Aedirn zu teleportieren. Verdammt, der verarscht uns. Na schön, wollen mal sehen, wer hier wen dran kriegt. So, aber jetzt ziehe ich erstmal weiter. Ich wünsche euch noch richtig viel Spaß, viel Erfolg und einen schönen Abend. Mit einem wunderbaren Schlaf und Traum was Schönes. Und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise morgen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du nochmal reingeschaut hast, Hybrid. Also, ich gehe jetzt echt davon aus, dass es nicht mehr lange dauert. Also, wir sind jetzt so in den letzten Szenen vom ersten Akt. Und ich denke mal so, gegen halb sollten wir eigentlich Richtung Bettchen verschwinden können. Ich wünsche dir auf jeden Fall so viel Erfolg bei der Arbeit und später einen wunderbaren Schlaf und ja, ich würde sagen, wir schreiben ja entweder morgen, aber wahrscheinlich eher Freitag. Weil morgen bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag nicht zu Hause. Ich höre, du hast Neuigkeiten für mich? Loredo paktiert mit Kaedwen. Der Kaufmann da bei ihm ist Hensels Agent. Unser edler Kommandant hat sich kaufen lassen und der Armee von Kaedwen Unterstützung im Konfliktfall zugesagt. Und weiter? Ich greife mir diesen Spion und presse ihn aus. Und Loredo ist des Todes. Roche, wir müssen nach Aedirn. Nein, ich laufe nicht vorher aus. Vielleicht weiß der Spion was über die Königsmorde. Wird mich nicht wundern, wenn Henselt hinter all dem steckt. Also gut, dann kümmern wir uns um diesen Spion. Hört gut zu. Werd's nicht wiederholen. Es gibt zwei Ziele. Erstens den Spion aus Kaedwen, Arnolt Malliger. Ich will ihn lebend. Zweitens Bernard Loredo, Kommandant der Faktorei und Verräter an Temerien. Er hat sein Leben verwirkt. Arnolt ist fast nur in der Residenz. Wir müssen dort zuschlagen. Um hineinzukommen, nutzen wir die ungewöhnlichen Talente von Ves und Bernards Gewohnheiten. Bitte nenn ihn nicht beim Vornamen. Ich weiß nicht warum, aber es stört mich. Wie du willst. Loredos Haus. Im ersten Stock sind die Gästequartiere. Geralt konnte sich dort umsehen, regelmäßige Patrouillen. Zweiter Stock, das Quartier der Leibgarde. Die hält sich für die schlechte Elite diesseits der Yaruga, ist aber auch nur ein Rudel bunt belitzter Schwachköpfe. Dritter Stock, die Höhle des Löwen. Hier hortet Loredo seine gestohlenen Güter, hier schläft, scheißt und wichst er mit Blick auf eine Elfenstatue. Nur ein paar Personen kommen da rein. Arnolt Malliger, Loredos Mutter, sein Vetter und Huren. Weiß nicht, ob ich den Fummel noch hab. Nach den Rundgängen durch die Faktorei bestellt sich Loredo immer zwei Mädels. Eine wird Ves sein. Das Haus ist eine Festung, aber Loredo hat es vergrößern lassen. Der Hexer kommt durch den Anbau rein. Ves öffnet dort ein Fenster. Dann musst du improvisieren, Geralt. Nutz das Überraschungsmoment. Ves wird dich unterstützen. Senan und Rickard werden euch von dort aus Deckung geben. Wenn's brenzlig wird, treibt ihr die Hunde einfach in Schussweite. Ich bin mit den übrigen im Hof bereit, im Notfall einzugreifen. Ich wiederhole, nur im Notfall. So, das war's. Fragen? Nein? Dann an die Arbeit. Okay. Dann machen wir das noch. Pass auf dich auf. Wie komme ich hier wieder raus? Hier glaube ich, oder? Vernon wartet drinnen. Ja, ich weiß, dass er drin wartet. So, das kann witzig werden. Oder? Kam ich da durch? Doch, ich kam da durch. Sah eben nur so aus. Deine Karosse wartet in der Allee, o schmucker Kavalier. Die guten Geister dieses Turms werden über dich wachen. Ja, danke. Nett von dir. Warum wir los oder weichen aus? Gleich habe ich dich! Komm schon her, Kleine! Du magst es doch, wenn ich dich besteige! Oh, tschüss. Frage, wo ist sie hin? Nicht hier rein. Rein oder? Ne. Okay, da ist sie nicht drin. Okay. Wir stellen uns erst einmal hier hinten hin. Ich werde auch langsam ins Bett gehen. Viel Spaß und noch eine gute Nacht. Ich werde noch etwas am Handy weiterlurken. Und da geht's mal in Kiloredo in kranken Verwerden. Ich werde es versuchen. Dir auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht, Britting. Und danke, dass du noch mit dabei warst. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Und morgen einen wunderschönen Tag natürlich. Ich habe das Gefühl, das endet gleich in einem Gemetzel. Mhm. Oh, ja. Das hat mich keiner gesehen. Hi. Das Stehlen hat ein Ende. Hi. Komm einfach hier hin. Kann ich das nicht? Schade. Ich dachte, ich könnte da irgendwie einmal kurz durch. Das Stehlen hat ein Ende. Fasst ihn, Männer! Mich wundert, dass ich nur 2 erwischt habe. Und tschüss. Hey. Hi. Du willst wohl zur Neuen. Woher weißt du das? Wo ist sie? Der Kommandant hat sie in den Turm mitgenommen. Beeil dich. Was ist passiert? Ist mir sofort aufgefallen, dass sie keine von uns war. Und nicht nur mir. Bevor sie sie wegbrachten, hat sie mir noch was von Fenster und Anbau zugezischt. Also habe ich gewartet, bis das Schwein mal pissen musste und bin zum Anbau. Und da kamst du auch schon über die Mauer. Wie komme ich an Loredo ran? Solange der sich amüsiert, lässt er keinen vor. Aber seine Mutter hat die Schlüssel. Du musst sie ja ganz schön lieben, wenn du so viel riskierst. Aha. Wo steckt diese Mutter? Auf dem Keller und braut Fisstech. Ich danke dir. Verschwinde lieber von hier. Über die Mauer und weg. Wenn dich ein großer Typ in Blau anspricht, dann berichte ihm von hier. Sag ihm, sein Plan war noch genialer als schlicht. Ich danke dir auch. Wenn du es in den Turm schaffst, Hexer, dann mach ihn kalt für das, was er uns angetan hat. Lass dir Zeit dabei. Ich versuch's. Gut. Na, erstmal einen durchgezogen, ja. Du? Oh, wer zum Teufel bist du? Was willst du denn? Den Schlüssel zu den oberen Räumen. Ich weiß, du hast ihn. Du suchst nach dem Elfenmädchen. Dann ist eine Mühe für die Katz. Edlinas Prophezeiung. Das Korn ist gesät und es wird bald keimen. Schweig und gib mir den Schlüssel. Ah, der Schlüssel. Der Schlüssel. Ah, wo steckt der nur? Mhm. Oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ui. Leicht benebelt, der Gute. Einmal extra speichern. War das ein Schwein? Öffnet. Das Stehlen hat ein Ende. Okay. Wir sind echt keine Schleichprofis. Schleichen nicht unser Metier. Ich glaube, Schleichen wird auch einfach bewertet. Ich würde irgendwie einfach nur gucken, was hier drin ist. Okay. Bleib mir vom Hals! Du siehst doch aus. Na, ein Schlüssel erforderlich. Nimm dich auch so. Erst knall ich dich. Dann schneide ich dir die Möpse ab. Gut? Schneid deine eigenen Möpse ab, Hurensohn! Ach, es ist so niedlich, wenn Hündinnen kläffen. Huch. Schön, wenn sie alle am Schlafen waren. Und Nacht. Oh, bitte lass mich leben. So, sehr schön. Du wirst auch noch dein Fett wegkriegen. Laro. Jetzt können wir nach oben. Okay. Das ist eine Falle! Achtung! Hi. Sollte euch nicht am Leben lassen, ihr Sonderlinge. Macht dieses Dreckstück kalt. Tja, wenn man sie so in eine Ecke drängt, dass sie nichts mehr machen können. Hündin. Wo hast du denn den Schimmel geparkt? Schnell, mach mich los. Bin überlastet. Beeilung, Geralt. Helfen wir ihr und dann nichts wie weg. Danke, Geralt. Hinter der Tür, ich habe was gehört. Ja, ich muss aber erstmal ein bisschen was an Ausrüstung loswerden. Das geht sogar schon. Jetzt einmal speichern. Nehmt mich mit. Ich flehe euch an. Du siehst nicht aus wie eine Hure, Elfin. Ich bin Moril. Welchen Monat haben wir? Nicht jetzt. Kannst du laufen? Ich bleib hier keinen Augenblick länger. Und wenn ich krabbeln muss... Sie schafft es nicht durch den Garten, Geralt. Wir müssen vorne raus. Geh du zuerst, wir sind dicht hinter dir. Nun, welcher Monat ist gerade? Lammers. Herbst schon? Als sie mich entführt haben, lag noch Schnee. Dann ist der Vater des Kindes. Dieses Kind hatten... Ich... schaff's nicht. Ich... Himmel, sie hat das Wasser verloren. Geralt, wir müssen umplanen. Aber... Zurück in den Turm. Ein sauberes Bett, warmes Wasser, ein bisschen Zeit. Keine Störung. Hol Hilfe! Alarm! Eindringen! Wieso ich denn jetzt? Angriff! Okay. Also Zeit verschaffen. Okay, keine Panik. Ist nur noch der hier. Was? Jetzt. Okay. Natürlich habe ich mir gleich wieder zwei angelacht. Komm. Läuft doch. Passt. Wir haben zumindest was andere Daten jetzt. Ja. Das Stehlen hat ein Ende. Jo, gute Nacht. So, was haben wir? Geralt, du kommst gerade recht. Wo seid ihr denn geblieben, Roche? Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger. Mhm. Ah! Ein Mensch hat mich besiegt. Ich werde alt. Was nun? Du hast Glück. Eigentlich hättest du die Folter verdient. Aber aus Mangel an Werkzeug schneide ich dir nur den Kopf ab. Du stirbst wie ein Krieger. Gut so. Bist sicher verwirrt, so kurz vor dem Tod. Gut, dass du es bist. Wär doch dumm, nach all den Jahren von einem verirrten Pfeil erwischt zu werden oder an einer Grippe zu sterben. Mist. Diesmal kommst du davon, deine Schützen sind im Anmarsch. Aber denk daran, Ich habe dich einmal besiegt und ich kann es wieder tun. Das werden wir sehen. Der Mistkerl ist uns entwischt. Wir dürften noch von ihm hören. Verdammte Anderlinge! Genug davon. Was ist mit Loredo? Wo ist Ves? Loredo ist tot. Ves konnte ich gerade noch retten. Wie das? Dein Plan war überhaupt nicht. Ein Junge, Geralt. Strammes Kerlchen. Wem gehört das Kind? Moril. Wem? Wir haben eine Elfin gefunden, die Loredo vor einem Jahr entführt hat. Er ist der Vater. Eine Elfin würde ich niemals anrühren. Richtig genug, so. Dafür ist keine Zeit. Das Schiff wartet. Oh. Was hast du getan? Warum? Naja. Finger weg! Ich hasse diese Stadt. So, und wer kümmert sich jetzt ums Kind? Macht das Schiff startklar. Was ist mit dem Kind? Mitnehmen können wir es nicht. Aber wer in diesem Drecksloch nimmt es auf? Seherim. Gebt es Seherim aus Bindegarn. Und sagt ihm, dass es Morils Kind ist. Der Attentäter hat uns genasführt, wie wahr, und Triss Merigold geraubt. Der Tod Foltests hat ihm wohl nicht gereicht, und er musste sich noch seiner Beraterin bemächtigen. Es war keine Zeit nachzudenken, es war Zeit zu handeln. Ich zauderte nicht, an Bord zu gehen und mit Geralt ins Pontar-Tal zu reisen. In Oberaedirn lagerte König Hensels Armee. Zufällig war König auch das Stichwort für meinen Plan zur Ergreifung des Königsmörders. Die Spezialverbände von Foltest, er möge in Frieden ruhen, verhielten sich erfreulich zurückhaltend und verschonten uns auf der Reise mit Witzen der Sorte, 100 Arten einen Elf zu häuten. Das untermauert meine Theorie, dass der menschliche Verstand zwar zum Ausbrüten von Grässlichkeiten neigt, irgendwann aber doch von der Reflexion eingeholt wird.